Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Fast Manager aus Hamburg. Dann übergehen wir die nächste Frage und weisen die Linien zu. Welchen Fahrer nehmen wir denn jetzt? Das ist dann einmal Fahrer 1. Dann nochmal gucken. Ich fahre immer noch gerne mit Gebrauchtwagen-Busen, aber sie könnten ihren Service definitiv verbessern. Der Fahrstil ist einfach fahrlos. Gut zu wissen, dass es Fahrer gibt, die auch darauf achten, andere Verkehrsteilnehmer zu respektieren. Fahrerin, sowas in der Richtung. Gebrauchtwagen-Transport, Moment. Einmal den nächsten Fahrplan zu weisen, das wird der Fahrer lieben. Der übernimmt dann auch nochmal die Spielschicht. Das Bus Transportation Bus Unternehmen ist das absolut Beste. Die Fahrer sind immer so freundlich und hilfsbereit. Sie scheinen ihren Job auch wirklich zu genießen. Was bedeutet, dass sie sich alle Mühe geben werden, um sicherzustellen, dass die Fahrt so angenehm wie möglich ist. Einfach ein super Busunternehmen. Schön, dass hier auf die Bedürfnisse der Fahrgäste geachtet wird und die Busse in sehr hohem Intervall fahren. Zufriedenstellend, ne? Einmal Fahrer 4 ist zufrieden und unser Auftraggeber oder einer unserer Auftraggeber, für die wir fahren. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind der Ansicht, dass der Fahrplan auf der Linie 2 aktiviert werden sollte. Der neue Fahrplan ist ab morgen gültig, mit ordentlichen Bußen festgelegt. Gut. Von Montag bis Sonntag. Wir sollen jetzt um... Also die Fahrt ging vorher 10 Minuten vor 11 Uhr los. Jetzt sollen wir 10 Minuten vor 10 anfangen. Und zuletzt soll die Fahrt von 17.47 Uhr um 18.47 Uhr verlängert werden. Und ansonsten bleibt die Fahrzeit, die bisherige, genauso wie die alte. In der Hauptverkehrszeit, Normalintervall alle 36 Minuten und in der Hauptverkehrszeit alle 30 Minuten, mal 60 und dann 30. Dann müssten wir jetzt beide auch schon unterwegs sein. Ja. Sind schon fleißig dabei, die Fahrgastzahlen zu erhöhen. Hier wurde bei einer gespeichert, das ist auch sehr wichtig. Dann weisen wir jetzt mal Fahrer 7. Der Linie, Moment, Fahrer 7 kann das nicht sein, sondern Fahrer 6. Jetzt okay. Und dann gucken wir nochmal weiter zu. Die vielleicht auch jetzt die 5000er Marke knacken, die wir am diesem Tag, am einen Werkstag, auch transportieren wollen. Ob die da die Zahl jetzt zusammenfügen. Ich denke, sind die Busse alle in einem kleinen Zustand, die anderen müssen wahrscheinlich auch noch gut in Schuss sein. Ja, auch ein bisschen Sprünge gibt man da noch tun. Müssen wir halt ein bisschen abwarten. Und jetzt fährt der Bus in die 2 los. Und schon ist er da. So, der eine Verstärker ist wieder zurück. Und was wir nicht haben werden, der ist in Ordnung.
zuerst. Das ist doch schön zu hinstellen, ne? Gucken mal, was der Markt hat, der Markt zu bieten hat. Ein Elektrosverbrauch da für 61.000. Motoröl und Reifen müssten die bei dir einmal austauschen oder wechseln. Dann müssen wir noch mal Fahrer rüben. Das ist dann jetzt der Nachtläufer. Wenn es zum Abend einmal durchgeht, dafür nehmen wir nochmal Fahrer 7. Im Service-Schalter wird auch gearbeitet. Aber gleich ist erstmal Mittagspause. Kommt jetzt noch auf die Stelle noch jemand oder nicht? Ja, da kommt keiner mehr. Jetzt ist Mittag, jetzt bin ich nach Hause. Gehe vielleicht einmal kacken, sonst noch was. Und dann sind sie wieder ausgeholt für die nächsten. Gucken, wie sie sich momentan fühlen, damit ich das verstehe. Der Service hat ja gestresst. Und auch der Weg ist nochmal los. Gucken, holen wir nochmal einen weiteren Service-Mitarbeiter. Nehmen wir den Azubi, der ist etwas billiger als der hier unten. Dann müssen wir die Spinde auf, erweitern. Wir brauchen eine ganze Spinde. Ist nur die Frage, wo wir die hin platzieren. Packe ich hier drüben noch eine Reihe, noch ein paar rein. Unter Flur waren sie, waren wir noch ein paar Materiale, zeigst du die hoch. Haben wir noch ein bisschen Platz für weitere Angestellte, die wir dann bald kommen werden. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir die in Zukunft dann die Spinde hinfixieren. Gucken wir uns mal hier nochmal das Flügel nochmal an. Und da fällt der andere jetzt wieder ins Gipfel zurück. Mal sehen, ob es gerade was dagegen geht. Der muss einmal getankt werden und in die Waschstraße bringen wir uns auch Benzin flaschen. Also wir warten, bis der einmal fertig aus der Waschstraße wieder zurück ist. Und dann können wir den auch die Schicht zuweisen. Das wird dann wahrscheinlich Fahrer 8 sein, nein? Ja. Sehr schön, dass wir mal sehen, bis wann wir nicht fahren. Das müssen wir haben, die wahrscheinlich nur in Kiki. Das ist der Fahrer 8. Und dann wird er auf jeden Moment dann auch. Gucken, ob sich da was getan hat. Oh, so viel. Oh, oh, oh. 130.000. So, ich bin stolz wie so ein. Könnten wir uns den auch zwar leisten, auch aufarbeiten, aber das Weitergelenk ist nicht da. Der neue, ist die Frage, ob das ausreicht, um dann zum Beispiel die Linie 111 damit betreiben zu können. Also, dass wir uns sozusagen mit dem ein Gebiet, die ja, haben wir doch nicht angezeigt, ja? Scheiße. Ist da noch ein Bug mit drin, ne?
unterwegs. Dann haben wir auch gleich eine Möglichkeit, einen Fehler zu beschreiben. Zusammenfassend. Das Fahrzeug wird nicht auf der Karte angezeigt. Ja, dann mal gucken, was daraus passiert, ob da was gemacht wird. Immer zu sehen, okay. Dann gehen wir in der und gucken wir mal, wenn die Schicht vorbei ist, am nächsten Tag noch mal rein nachgucken, was die Pferde getan hat. Vielleicht kriegen wir den Aufwand um 500 billiger. Die werden jetzt wieder für 30 Karten verkauft. Ups, ich habe auch so die Scheide. Das ist das nächste, was ich wollte. Jetzt der nächste Person, die ist dann dabei. Yes. Und der Fahrschalter, der Schalter ist jetzt zu. Dann können diese jetzt einfach ausruhen. Ob es den nicht noch gibt, weil es wurde uns alles umgemodelt und er ist nicht mehr da. Schade, 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 schade. Wirklich schade. Ja, aber was soll man da merken? Müssen wir gegebenenfalls auf das auf den nächsten Tag warten. Der bräuchte mal einen neuen Router, bei dem sind die Reifen hin. Passt. Wieder da. Der müsste einmal gereinigt werden. Und der ist auch da. Der Ding ist alles in Ordnung. Aber die 5000 kriegen wir dann damit natürlich nicht voll. Ich überlege jetzt wirklich, ob ich vielleicht ein Gebiet aufnehme und vielleicht zwei neue Fahrzeuge kaufe. Zweimal in Line City. Aber dann haben wir keinen Platz. Wir müssen auch noch ein bisschen bauen. Vergrößern. Jetzt könnten wir da schon mal einen Angriff nehmen. Straße da. Gehen wir hier einfach weiter runter. Straße hin, dann können wir da einmal die große Hebebühne platzieren. Dann haben wir hier auch noch eine Möglichkeit, weitere Büros, Schließfächer platzieren, wenn wir sie brauchen, oder noch eine zweite Hebebühne. War ja auch die Frage. Der ist auch wieder zurück. Der ist auch noch einwandfreien Zustand und dann gucken wir den nächsten Tag nochmal an. So, auf die nächste lange Schicht nehmen wir jetzt nochmal Fahrer 1, weil der müsste ausgeruht sein. Ja, ist er. Dann einmal die Bewertungen nochmal ansehen. Die Bus Transportations Busgesellschaft ist ein wirklich nettes Busunternehmen. Großes Lob an alle Busse. Bus Transportations, danke euch, komme ich jeden Tag pünktlich zur Arbeit. Die Bus Transportations ist wirklich das Letzte. Ich habe nur schlechte Erfahrungen mit diesem Busunternehmen gemacht. Ich kann absolut nichts empfehlen. Oh, sei doch nicht so streng. Haben wir da noch ein paar?
Ihre Ticketpreise könnten noch etwas günstiger sein, die Busse sind meistens sehr pünktlich. Ja, danke, 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 danke. Schön, einen zuverlässigen Busgesellschaft mit pünktlichen Bussen in der Stadt zu haben. Danke, ja, vielen Dank. Und tschüss, alles in Ordnung. Dann haben wir noch mal zwei weitere große Parkplätze. So, dann haben wir jetzt noch zwei neue Parkplätze. Gucken wir uns noch einmal hier nochmal um. Da hatten wir zwei Stück. Ist aber noch einer der Schnäppchen, die sind ein bisschen nur einmal einen Teilriemen. Also ich habe den Teilriemen. Reifen und der Gold wird nur einmal los. Mal sehen, wie viel haben wir denn da? 44.000 mal aufgerundet, 46.000, 90.000 plus 30, 38, fast 140.000 für drei Fahrzeuge. Dass wir da jetzt einen Kredit nehmen könnten. Der für 150 wäre nicht schlecht, den könnten wir nehmen wir den hier. Der macht sich am besten und dann holen wir mal. Gucken wir natürlich auch mal, ob wir die Fahrzeuge noch etwas billiger bekommen. Den mal gucken, ob wir den auch. Den Bus haben wir bekommen. Gucken wir mal, ob wir den auch noch etwas günstiger bekommen. Den hat er auch. Und dann kommt noch mal der dazu. Haben wir alle drei bekommen, die wir uns jetzt hier ausgesucht haben. Dann müssen wir nur noch die benötigten Ersatzteile bestellen, die wir für die Fahrzeuge brauchen. Dann muss auch einmal getankt werden. So, die wollen wieder einmal reifen. Einmal reifen. Hätten wir noch auch einmal da. Gut, dann können wir den schon mal einmal in die Reparatur schicken. Was braucht der? Der bräuchte einmal Licht. Einmal Licht. Und was hat der für Mängel? Ein Keilriemen. Dann müssen wir auch nochmal einen Keilriemen dazu. Der kann dann einmal getankt werden. Der ist sogar sauber. Dann müsste nur repariert werden. Einmal Fahrzeuge auf die Linie 2 zuweisen. Dann nehmen wir Fahrer 3, nehmen wir den mit. Gucken wir mal zu. Also jetzt ist der Unterschied zwischen den beiden nicht wieder zu sehen. Ja, waren wieder ein Bug, haben wir uns einmal bei den Entwicklern einmal Bescheid gesagt. So. Dann nehmen wir gleich einmal die Linie 11 im Ankauf, wenn die Fahrzeuge dann fertig sind, also technisch wieder in einwandfreien Zustand. Und dann gucken wir uns mal an, wie viele Fahrzeuge wir auf der Linie vielleicht benötigen. So, das heißt, wir müssen noch auf okay, einmal gewaschen werden. Hier folgt jetzt nur eine Innenreinigung. Das ist sauber. Dann wird er jetzt auch noch von innen sauber gemacht. Dann wird er noch von innen sauber. Ach, wir haben noch gar keine große Waschlappe. Das geht ja auch. Gut, dann haben wir noch eine große Waschlappe. Und wir haben eine große Waschlappe. Ja. Gehen wir hier nicht rein. Das ist nicht schön. Einmal gucken, vielleicht müssen wir vielleicht die Werkstatt hier einmal demontieren. Naja. Straße reinführen, ja, und dann nochmal die große Hürde ziehen.
Ja, ich gehe hier rein, dann mache ich das. Alles klar. Dann fangen wir jetzt einmal die Wäsche. Müssen wir noch einmal kurz bis wir warten. Und die Frage, wo die Teile bleiben, ne? Naja, egal. Die können wir jetzt eigentlich mal reparieren. Das ist auch in Ordnung. Und wir müssen hier. Motor halten. Wir können den auch mal reifen und. Motor und alles, ne? Ja. Eine Nachricht. Sehr geehrte Damen und Herren, es sind Änderungen im Fahrplan der Linie 2 notwendig. Bitte fahren Sie ab morgen nach dem neuen Fahrplan. Mit freundlichen Grüßen, Festland. Okay, dann werden wir morgen nochmal eine Stunde eher starten. Das würde ich gerne machen. Ja. Dann sind die Busse auch gleich in einem akzeptablen Zustand. Und dann bereiten wir sich mal Fahrer 3. Ne, der bleibt ja. Dann nehmen wir jetzt so. Fahrer 2. Und hier einmal hin. Dann würde ich auch schon mal hier nochmal einen Flur mit hin basteln. Damit wir gleich genügend Fahrer für die Linie 11 dann auch haben. Dann soll man woanders hin, das können wir hier platzieren. Kommt hier eine Tür hin. Kann ich irgendwas ergriffen sehen, der hinten ist, oder? Gut, die Schränke lassen wir noch stehen. Aber wenn wir hier unten müssen, kann ich woanders hin. Und hier platzieren wir jetzt einmal diese Reihe voll mit Spenden. Sehr schön. Dann müssen wir auch mal gucken, ob wir auch jetzt die Fahrer bekommen. Also zusätzlich mal die Fahrer. Gut. Der macht einen relativ guten Eindruck. Dann muss man gehen. Und dann holen wir uns noch einmal den. Dann macht er auch noch einen relativ guten Eindruck. Dann kriegen die beiden jetzt auch noch die Lösung. Bezeichnung, also Fahrernummer. Die Fahrer müsste noch einer fehlen. Weil wie viele Fahrzeuge haben wir dann jetzt insgesamt? Da fehlen mir bestimmt noch welche. In der Nummerierung. Fahrzeug 5 ist. Fehlt nicht, das ist nicht mehr da. Dann kriegt der die 5. DT. Ein großes DT. 005. Dann kriegt der die 6. Die 6 ist ja doch da. Das war auch ein Video. Ah, der hier. Da kommt die 8. Und die gelbe Biene bekommt die 9. Sehr schön. Dann gehen wir einmal raus zum Fahrplan oder auf den Fahrplan. Und platzieren den Fahrplan für die Linie 11. Oder wollen wir nochmal eine weitere Auftragslinie machen? Nein, wir nehmen erstmal die Linie 11. Also in Wirklichkeit ist es ja die Linie 11, aber wir nennen sie einfach Linie 3.
von hier aus gerne starten. Fahren dann hier einmal runter. Dann fahren wir. Soll ich noch? Müssten wir eigentlich hier auch noch mit? Ne? Nee. Nehmen wir den Bogen noch mit. Halten dann hier, fahren hier wieder weiter runter. Und dann geht's Richtung Altino. Baumwall. Landungsbrücken kommt als nächstes. Da halten wir dann hier an. Dann einmal Bernhard noch Straße. Das sehen wir halt hier. Davidstraße, dann hätte ich noch hier an der Stelle. Dann die Haltestelle S-Bahn Reeperbahn, Peppermühlenweg, Fischauktionshalle, Sandweg, Große Elbstraße. Dann halten wir hier einmal. Nein, das ist das nicht. Halten wir hier gegenüber. Und platzieren wir hier eine Straßenbushaltestelle. Halten hier oben noch einmal. Nimmt ja schon den Plan, wie das hier eigentlich auch laufen sollte. Da auch, wo ich bin. Halten wir am Rathaus Altona. Und dann fahren wir hoch zum Bahnhof Altona. Nehmen dort die beiden Haltestellen mit und dann fahren wir einmal wieder zurück. Ja, halten wir da auch noch mal. Dann geht es wieder zurück. Wieder zurück zu den Elbbrücken fahren wir dann wieder zurück. Dann gehen wir hier einmal über die Reeperbahn und dann wieder runter zu den Landungsbrücken. Baumwall und nehmen wir die auch noch mit. Wir noch alle schön mit. Dann halten wir wieder an der Stelle nochmal. Ja, Marco Polo Terrasse. Dann geht es gegenüber noch einmal. Halten wir hier einmal. Hafen City Universität. Nehmen wir die Haltestelle noch einmal mit. So. Hier irgendwo, ja, hier, da kommt er hin. Und dann, na, das wollte ich, so wollte ich nicht fahren. Ja, dann fahren wir eben so. Jetzt setzen wir die Haltestelle dahin. Und dann fahren wir einmal zurück zu den Elbbrücken. Also fahren wir von hier einmal schön an der Elbe entlang. Bestätigen wir das Ganze auch einmal und dann brauchen wir das im letzten Fall. Oh. Wenn wir jetzt länger fahren und früher anfangen, reichen auch noch drei Busse aus. Wenn wir die Taktung auf jede Stunde nehmen, sodass wir mit zwei Bussen noch gerade auskommen. Alle 45 Minuten. Dann haben wir noch einen Bus als Reserve, falls mit einem irgendwas sein sollte, wenn er auch wegen technischer Mängel nicht mehr einsatzfähig ist, können wir dann einen auf Reserve halber halten. Dann übernehmen wir das Ganze einmal so. Dann nehmen wir unsere beiden neuen Fahrer. Fahrer 10, der nimmt einmal den und Fahrer 9 nimmt einmal den mit. Und dann müssen sie auch gleich loslaufen.
und dann sind sie gleich auf unserer neuen Linie dann unterwegs. Da fährt ihr erst schon los. Und müsst ihr dann aber nicht auch jeden Augenblick hochfahren. Um genau 1 Uhr fährt er los. Ich gleich mal ihm so eine Fahrt zeigen. Mal sehen, was für ein hohes Verkehrsaufkommen wir dann auf der Strecke haben. Und dann natürlich auch einmal von der Tageszeit ab, was wir die Lenkdose einsetzen oder nicht. Aber das wird sich auch entscheiden. Dick wird schon. Der fährt er da runter, normalerweise fahren sie hier runter. Aber will er wahrscheinlich die eine Ampel da wieder geben. Das ist verständlich. Dann jetzt nochmal eine Farbe auf den 1 zuweisen. Das ist jetzt eben noch getan. Das. Nehmen wir da jetzt Fahrrad hier. Und dann ist er auch gleich mit der ersten Tour durch. Und dann gucken wir angekommen. Mal gucken, wie sich die Linie denn so entwickelt. Damit haben sie die Dürre stark ausgelastet. Könnte aber mehr sein, aber immerhin etwas. Da wäre eine Karte raus. Ja, auf jeden Fall, die Fahrgastzahl nimmt schon mal auf jeden Fall zu. Und jetzt wird es auch ganz auf den Hauptverkehr sein. Ich glaube, wir fahren jetzt 700 Dich mit einer Tour. Kann ich mir aber nicht fast vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Möglich, dass das 200 waren oder so, oder 300 oder so. Ja, kann ich mir das nicht vorstellen. Und damit dürfen wir jetzt gleich die Aufgaben, die beiden Plätze, auch heute noch fertig machen. Brauchen wir nur noch 4 Leute, die eine Fahrkarte brauchen, kaufen und ja, die 5000 müssen wir voll kriegen.
Okay, die Fahrkarten haben wir zusammen. Ach nee, die Fahrten sind das. Jetzt kommen die Fahrkarten. Sind waren die Fahrten alles klar. Ja, und mal gucken, wie das mit dem Fahrkarten ist. Ne? Also so voll waren die Posten des allerdings noch nicht. Ja. Wie wir nehmen, das eins ist Spiele, also 10 Minuten. Wenn der Verkehr da ist, dann kommt auch mehr Leute. Jetzt ist der Kampfverkauf noch mal ein von den Fahnen. Also 6. Okay, ich glaube, den wollen wir nicht. Wir wollen ihn verkaufen. Mal gucken, ob wir für den noch 10.000 ausquetschen. Der müsste einmal von innen wieder reinwerfen. Betankt werden. Dann können wir noch einmal etwas erforschen. Reparaturdauer und 10% haben wir jetzt eine weitere neue Linie mit Kursbüchern mit drin. Und die werden dann jetzt auch wahrscheinlich dem und nach weiter mehr aufbauen. Linie 1 ist auch so ein Depot, da müsste einmal in die Waschstraße. Da haben wir schon ein Angebot für unseren gebrauchten Bus. 6.000. Ja, wir nehmen jetzt nochmal schnell an und nochmal einen Gebrauchtwagen machen, ob ich vielleicht noch einen großen oder mittelgroßen Bus bekomme, in diesem Zustand. Nein, leider nicht. Ja, bietet uns der Markt leider nicht an. Oder will es nicht. Eins von beiden. Ja, der Tag ist ja auch nicht rum. Das haben wir leider noch nicht geschafft. Dann haben wir auch noch von denen. Mal gucken, ob wir die vielleicht am Sonntag auf die Linie rausschicken. Ob wir dann auch dafür aufreißen. Gut. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich hoffe, wir sehen uns noch beim nächsten Mal wieder. Bis denn und tschüss.